Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Special. Ich wollte euch einfach mal zeigen, wie man denn den Vorhub einer Reiheneinspritzpumpe am Prüfstand einstellt. Erstmal danke an Alex, denn er hat das Ganze gefilmt und hat das Video erst möglich gemacht, denn es ist mit der Kopfkamera, die ich normalerweise benutze, fast unmöglich, alles einzufangen, was gemacht werden muss, weil es einfach zwar nicht komplizierter, aber ein Prozess ist, bei dem man oft den Winkel, die Ansicht ändert. Danke dafür. Ich werde deinen Kanal oben rechts verlinken, in der Infoblase, Alex. Und ich sag euch, schaut doch einfach mal bei ihm vorbei. Er hat einen Vlog angefertigt von dem Tag, an dem ihr sehen könnt, wie meine Werkstatt aussieht teilweise und was wir so getrieben haben, weil wir hatten an dem Tag echt Spaß. Hier könnt ihr übrigens gerade sehen, wie ich eine Messuhr an die Reiheneinspritzpumpe anbringe, die nachher zum Messen eines bestimmten Maßes beim Vorhub da ist. Aber dazu später mehr. So, jetzt kommt für dich, Wilfried. Du hast ja an deinem Schlepper den Förderbeginn hingestellt. Wir machen jetzt eine Vorhubprüfung. Ähnlicher Prozess. Ich habe ja gesagt, das Video sehen wir heute, Montag, na, 26. Februar 2018. Würde ich es anfangen machen? Zuerst muss die Pumpe für den Hochdruck vorbereitet werden. Dafür muss der Rücklauf ab und da kommt einfach ein Deckel drauf. Also, Vorhub instellen. Die Pumpe mit Samtgehäuse, hier oben, wo das Diesel drin steht, steht jetzt unter 25 Bar Dieseldruck mit Hochdruck. Man hört auch im Hintergrund ein bisschen die Hochdruckpumpe ballern. So, wenn wir jetzt mal da oben gucken, das ist ähnlich wie beim Förderbeginn instellen. Ich habe das Überströmventil aufgemacht von der Düse. Bleibt jetzt Diesel raus. Wir gucken jetzt, wann das Element die Bohrung zumacht. Wenn das Element die Bohrung schließt, äußert sich das durch die sogenannte Tropfenkette. Als Referenz für den ersten Zylinder bzw. den ersten Kolben gibt es eine Messuhr und ein bestimmtes Maß auf dem Prüfblatt. Hier 2,25 mm. So, jetzt stellen wir hier auf der Gradscheibe, stellen wir den Zeiger da auf eine Nummer. Wenn es wird, genau 180 Grad von dort aus lässt sich gleich der Rechte. Wir haben jetzt eine 4-Zylinder-Pumpe. Eine Umdrehung sind 360 Grad, das 4 Zylinder sind 90 Grad pro Zylinder. In Abhängigkeit von der Zündreihenfolge. N3-4-2. Das heißt, als nächstes müsste er hier kommen. Und zwar um 90 Grad versetzt wie der hier. Das sehen wir dann hier auf der Gradscheibe. Wenn wir jetzt hingehen, dann hier noch unsere Tropfenkette. Jetzt machen wir den dritten Zylinder auf. Wir gucken, wann bei dem die Tropfenkette kommt. Wenn das genau 90 Grad kommt, passt es. Wenn nicht, müssen wir nachstellen. Das Verschließen der Bohrung ist übrigens der Moment, in dem das Element anfängt zu fördern und somit die Einspritzung einleitet. Machen wir den Dreier auf. Ja, wie gesagt, sind Reihenfolge N3-4-2. In der Reihenfolge müssen sie auch jeweils um 90 Grad versetzt bekommen. Und dann jetzt hier, ich habe jetzt schon ein bisschen dran gedreht, da ist das hier genau auf 180 Grad auf der Gabel stehen. Und wenn man jetzt über den Hochdruck drüber dreht, was eine schöne Aufgabe ist, bin ich gerade am Zeierkopf. Also jetzt hier, kleines Malheur passiert, schön wird der Faust an der Zeier kommen, dank Hochdruck. Sicherheitshalber habe ich jetzt nochmal geguckt, ob die 180 Grad noch stimme, weil ich gedacht habe, ich wäre an der Zeiger kommen, bevor ich jetzt alles verstelle. Und merke, naja, oh scheiße, das passt doch nicht mehr.
prüfe ich lieber nochmal nach, ob die 180 Grad noch stimmen. Da das Maß eben gestimmt hat, kann man jetzt gehen, 180 Grad und die Tropfenkette oben. Und jetzt prüfe ich mal der dritte Zylinder. Es ist hier übrigens einfach, die über den Hochdruck drüber zu drehen, wenn man oben offen lässt. Ich habe eben zugedreht, war mein Fehler. Theoretisch müsste jetzt bei 90 Grad kommen, weil 180 minus 90 ist ja 90. Das Einstellen des Vorhubs dient übrigens dazu, dass nach dem Einstellen des Förderbeginns am Motor auf dem ersten Zylinder die restlichen Zylinder auch zum richtigen Zeitpunkt einspritzen. Das Einstellen des Förderbeginns hat Wilfried übrigens sehr gut in einem seiner Videos in einem Deutz-Motor gezeigt. Ich blende es einfach mal rechts oben ein. So, jetzt haben wir hier unsere Tropfenkette. Wie wir sehen, kommt ein bisschen früh. Nach hier. Das Element zu weit oben. Das heißt, wir müssen es ein Stück runter drehen. So, jetzt prüfen wir das Ganze nochmal. Ist da aber oben, ne? Jetzt passt's. So, kann schon auf Zeiger gehen. Jetzt noch. Gucken, wenn der Zeiger so ist, ne? Ich sage, 1342, ne? 1342. Also der kommt als nächstes, Nummer 90 Grad versetzt. Also müsste jetzt bei 360 bzw. 0 Grad kommen, dann können wir den schon mal auf 10 Grad vordrehen. Machen die 3 Nummer zu. Und hier auf. Und dann dasselbe Spiel nochmal. Hier nochmal dasselbe Spiel, da ist noch ein Stück drüber, dann muss ich drin drehen. Allerdings ist das hier zu wenig. Bisschen langsam, ne? Also, passt. Zum Schluss werden nochmal alle Muttern durchgekontert, dass man sich auch sicher sein kann, dass keine mehr lose ist und sich nichts verstellen kann. Und jetzt gehe ich persönlich nochmal hin und prüfe alle vier noch immer durch. Das hat wirklich passen. Muss man zwar eigentlich nicht, aber sicher ist sicher, ne?
Also Tropfenkette oben bei 180 Grad, Tropf, Tropf, Tropf. Tropfenkette bei 90 Grad beim dritten, passt also auch. Tropfenkette beim vierten bei 0 Grad, passt auch. Tropfenkette beim zweiten 270 Grad, passt also alles, Vorhaubinstellung abgeschlossen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn du Fragen oder Anregungen hast, dann stell sie einfach in die Kommentare oder schreib mir eine E-Mail. Wenn dir das Video gefallen hat, lass doch einfach ein Like da und damit du nichts mehr verpasst, darfst du gerne meinen Kanal abonnieren. Also dann, tschö!